kann ja wirklich alles passieren, von Jazz über Klassik, über Pop, über weiß der Deubel was. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, ja. Das ist mein erstes Blind Date. Ich glaube, Blind Date wird nicht nur für das Publikum sein, aber ich glaube auch für uns, weil natürlich die Leute erwarten wahrscheinlich viel, sehr viel unterschiedliche Sachen. Ich hoffe, dass es ein bisschen schöne Musik gibt. Lass mich auf alles ein, also. Ich habe euch jetzt auch nichts, wo ich sage, oh Gottes Willen, bloß nicht. Ich habe ihr ja das ja geschenkt und nicht, dass er enttäuscht ist hinterher. Und ich bin schuld. Bis jetzt bin ich jedes Mal glücklich nach Hause gegangen und das habe ich eigentlich auch heute Abend vor und hoffe, das klappt. Also beim letzten Mal bin ich ohne irgendwelche Gedanken reingegangen und habe als erstes nur die Harfe gesehen und war dann super gut überrascht. Es hat mir sehr gut gefallen. Am Ende geht es nur um Überraschungen. Das ist Sinn der Sache. Weil deswegen gibt es Live-Konzerte. Ansonsten kann man sich Platte anhören. Das ist gerade dieser Reiz daran, dass Überraschungen passieren. Also eigentlich haben wir bei fast jedem Konzert ein Blind Date, weil wir spielen klassisches Saxophon. Und das kennen ganz viele Leute nicht. Und wenn die ins Konzert kommen, dann erwarten die was ganz anderes. Dass man sich wiedersehen will. Das ist ein glückliches Date, weil wenn du jemanden magst und der mag dich, und dann macht man alles, damit man sich wieder sieht. Vielleicht tauschen wir die Nummern aus. Das war super, super klasse. Spitzenmäßig. Spitzenmäßig, ja. Ich bin begeistert. Es war ja ein Blind Date, man weiß nicht, was auf einen zukommt, aber dafür war es wirklich ganz, ganz toll. Traumhaft toll. Und die sind sowas von, also die haben mich sowas von mitgerissen. Es war einfach nur schön. Als wir auf die Bühne gekommen sind, man hat gespürt ein bisschen Lächeln bei allen Menschen, weil die höchstwahrscheinlich ein Streichquartett erwartet haben und nicht vier Saxophonisten. Und ja, es war cool. Es war cool, es war eine andere Energie für mich. Die Elbphilharmonie als Platz, das ist so wie ein Blind Date in wirklich richtig guten Restaurant. Man weiß, der Abend, der kann gar nicht schlecht werden, weil die Küche gut ist. Und man wird den Abend genießen, auch wenn man vielleicht jemanden kennenlernt, den man sonst nicht kennengelernt hätte, normal. Und ich finde das wahnsinnig spannend. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich Zeit habe, auch so ein Blind Date Konzert besuchen.